Die Adam-Ries-Schule in Neuplanitz wird in diesem Jahr 40 Jahre alt. Anlässlich des Jubiläums wurde am vergangenen Freitag ein Tag der offenen Tür veranstaltet. Dabei gab es sowohl einen Blick in die Vergangenheit als auch in die Gegenwart der Grundschule in der Ernst-Grobe-Straße. Bei strahlendem Sonnenschein und angenehm warmen Temperaturen wurde der Tag der offenen Tür mit einem gemeinsamen Ständchen der Kinder eröffnet. Vor 40 Jahren, im September 1976, fand in der Adam-Ries-Schule zum ersten Mal Unterricht statt. Es war vor 40 Jahren die zweite Neubauschule, die hier entstanden ist in Zwickau. Sie wurde von den Stadtvätern damals als notwendig erachtet, weil viele Familien in das Neubaugebiet gezogen sind, weil hier die Putschig-Schule hier nebenan hinter uns aus allen Nähten platzte, und aus diesem Grund hat man die Schule hier gebaut. Nach der Eröffnung der Veranstaltung dürften sich die Mädchen und Jungen bei zahlreichen Aktionen auf dem Schulhof austoben. Eine große Hüpfburg war aufgebaut. Außerdem konnten sich die Schüler beim Torwandschießen ausprobieren. Für viel Spaß sorgten begehbare Wasserbälle, die von der Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau gesponsert wurden. Ein gutes Gefühl in den Füßen war bei einem Lauf durch Schuhkartons gefragt. Auch erste Erfahrungen als Feuerwehrmann konnten gesammelt werden. Und nicht nur auf dem Schulhof war viel los. In den Klassenräumen gab es ein vielfältiges Angebot für Jung und Alt. Während die Kleinen ihren eigenen Teddy bastelten, stöberten ihre Eltern in der Schulchronik. Dabei dürfte einigen sicher die drastische Reduzierung der Schülerzahlen im Laufe der letzten Jahrzehnte aufgefallen sein. Es hat sich dahingehend viel verändert, dass die Schule hier gestartet ist mit 900 Schülern in 30 Klassen und wir jetzt mittlerweile nur 13 Klassen haben und 280 Schüler ungefähr. Das ist schon eine immense Sache, die man sich nicht mehr vorstellen kann. Zu den Schülern der letzten 40 Jahre gehört auch Steven Simon. Extra zum Tag der offenen Tür hatte der GGZ-Pressesprecher eine 80er-Disco mitgebracht. Zudem erinnerte er in einem Video an den Neuplanitzer Schulalltag vor 30 Jahren. Natürlich konnten die Besucher auch erfahren, wie der Unterricht heutzutage aussieht. Wir zeigen an der interaktiven Tafel, einer von unseren beiden, die wir haben, was man so alles damit machen kann, wie die Kinder daran lernen. Die Lese-Rechtschreib-Lehrer haben sich dort da ein bisschen heute darauf spezialisiert. Allerdings nutzen unsere Lehrer in allen Fächern die interaktive Tafel. Ehrengast am vergangenen Freitag war Norman Bitterlich, verkleidet als Adam Ries. Der Mathematiker von der Chemnitzer Begabtenförderung hat eine ganz besondere Beziehung zum Namensgeber der Neuplanitzer Schule. Ich bin nicht nur selbst Mathematiker, sondern wenn man hier die Ahnengalerie anschaut, dann taucht mein Name hier unten auf. Ich bin also verwandt mit Adam Ries in 14. Generation. Und als Mathematiker freue ich mich natürlich, wenn ich in einer Grundschule Mathematik eine ganz andere Art vermitteln kann. Denn bei Adam Ries war nicht nur einfaches Addieren und Subtrahieren gefragt. In erster Linie habe ich Spiele mitgebracht. Puzzlespiele sind das im Wesentlichen. Puzzlespiele für den Raum, wo man also in das Räumliche hineinbauen muss, aber auch Puzzlespiele in der Ebene. Das ist also für das Mathematikverständnis in dieser Altersklasse eigentlich sehr schön, wenn man mit solchen Dingen umgeht und dann schnell Lösungen parat hat. Für die Adam-Ries-Schule sind in Zukunft weitere Veränderungen geplant. Auf dem Hof soll zum Beispiel eine Mehrzweckhalle entstehen, die gemeinsam mit der benachbarten Futschig-Schule genutzt werden kann. Gleichzeitig gibt es Visionen für eine Neugestaltung der Wiese hinter dem Schulgebäude. Also die Visionen sind groß. Drin im Eingangsbereich hängt ein riesengroßes Plakat, wo die Vision drauf ist. Das, was wir alles hinten auf der grünen Wiese hinter unserer Schule entstehen lassen wollen. Von Klettergerüst bis grünem Klassenzimmer. Also Leseecke, grüner Pavillon, Naschecke, Hochbeet, Komposthaufen. Alles das, was so wichtig ist, was man halt zum Lernen in der grünen Natur braucht. Erste Schritte für das Vorhaben wurden bereits in die Wege geleitet. Stand der Dinge ist so, dass wir im Frühjahr diesen Jahres eine Hecke gesponsert bekommen haben vom Garten- und Friedhofsamt. Das waren Dinge, die die Stadt an Geldern bekommen hatte, wenn Privateigentümer Bäume fällen mussten oder wenn an städtischen Einrichtungen Bäume gefällt wurden. Und da muss immer Ersatzpflanzung geleistet werden. Und wir hatten das große Glück, dass uns eine riesengroße heimische Hecke gepflanzt wurde mit zwei Apfelbäumen. Und die Aronia-Beere, die ist schon ganz lecker zum Kosten. Bis die Vision von der Wohlfühloase komplett Wirklichkeit wird, dürfte noch einige Zeit vergehen.
Doch auch so können sich die Mädchen und Jungen in Neuplanitz auf ein ereignisreiches Schuljahr freuen. Mit dem Tag der offenen Tür zum runden Geburtstag gab es zumindest schon einmal einen erfolgreichen Start.